Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Waldlager-Video, weil wir gehen jetzt dann in Waldlager und bauen da Sachen, weil ich nicht so viel Zeit habe, dass ich beide Videos mache. Deswegen mache ich jetzt das. Jetzt, das ist das vorletzte Mal, wo ich beide Videos zusammen habe. Und ja, ab Samstag oder Freitag wird es eh wieder normal, dass Waldlager ein extra Video ist und Vlog ein extra Video ist. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, dabei nicht so viel Zeit habe, ist das jetzt so. Und ja, ich habe euch ja gesagt, dass das Video jetzt länger wird ab heute. Und mein Versprechen halte ich natürlich, dass jetzt ab jetzt immer ein langes Video kommt, Daily Vlog. Bei Lost Places kann ich nie entscheiden, weil es kommt darauf an, wie groß die Sache ist, wie viel man zeigen kann und so weiter. Also, ja. Also bis gleich, wenn ich unterwegs bin, weil ich fahre meinen Roller, da ist er. Und ja, bis gleich, wenn ich unterwegs bin, melde ich mich dann wieder, bis gleich. So Leute, ich bin jetzt beim Waldlager angelangt und ja, wundert euch nicht, dass zwei Intros gekommen sind, denn es ist ja doppeltes Video, heißt zwei Videos in einem, wie jetzt zum Beispiel Daily Vlog und Waldlager. Das ist das vorletzte Mal, wo das jetzt ist, und das nächste Mal ist wahrscheinlich am Freitag, wo das Doppelpack kommt, und dann kommt es eh nicht mehr, weil ich habe dann genug Zeit, um alles zu machen. So, ich mache noch ein extra Video, das auch heute kommt, wo ich den Plan erkläre, wann ich was hochlade. Und ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und ja, im letzten Daily Vlog, ich hoffe, es war ein Daily Vlog, habe ich vergessen, meine E-Mail-Adresse, wo ihr mir schreiben könnt, einzublenden. Das mache ich genau jetzt, und zwar hier oben. Und ja, sorry dafür. Und auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen, heißt ich genau so. Und ja, da sage ich schon mal im Voraus danke. Ja, Thema Streaming habe ich ja schon durchgemacht, aber ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich versuche jetzt täglich auf Twitch zu streamen, falls ihr wissen wollt, wie ich auf Twitch heiße. Hier. Sorry für die ganzen Einblendungen, aber ich muss das mal loswerden. Ja, heute bauen wir ein bisschen. Vielleicht fangen wir den Shelter an und die Feuerstelle bauen, also tiefer machen und Holz sammeln. Ich hoffe, ja, dass ihr sowas wollt. Und ich mache jetzt eine Abstimmung genau da. Und ja, da könnt ihr abstimmen, ob ihr BMX-Videos wollt oder lieber Reagier-Videos. Also wo ich was auf was reagiere und wo ich BMX-Tricks mache. Also stimmt jetzt oben ab und ja. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich entweder bei der Feuerstelle bin oder beim Holzsammeln. Ich glaube eher Feuerstelle, aber ja, bis gleich. So Leute, hier ist die Feuerstelle, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, und wir müssen sie erstmal ausräumen. Und während wir jetzt zum Beispiel
das wir machen, tue ich auch ein bisschen was erzählen über Videos und so weiter. So, fangen wir mal an mit erzählen. Also, ihr habt sicher euch gefragt, warum ich mit Randy TX hier aufgenommen habe beim Waldlager. Das ist ganz einfach, und zwar, ich wollte ihm eine Probezeit geben. Und wenn er, also die Probezeit war das eine Video. Und ich muss noch überlegen, ob ich ihn jetzt immer hier dabei haben will oder ob er jetzt endgültig, aber jetzt wirklich endgültig weg vom Fenster von meinem Kanal ist. Ich mache zwar Videos auf seinem Kanal mit, aber er wahrscheinlich, oder wie die Entscheidung ausfällt, muss ich mir noch überlegen, aber wenn die nicht gut ausfällt, also wenn ich sage nein, war keine gute Zeit, dann gibt es nur Videos von uns beiden zusammen auf seinem Kanal, wenn er welche hochlädt. Und ja, da kommt auch noch ein extra Video auf euch zu, wie wir es waren jetzt. Aber ja, den Titel muss ich auch noch ändern vom Vlog. Und ja. So, weil ich tue da jetzt eine Wurzel weg. Ich hoffe, das Stück Wurzel hier ist durch. Digga. Überall sind hier Zecken, Alter. Digga, wie? Kacke. Breit ist die Kacke hier. Wisst ihr was? Ich lasse die Wurzel drinnen. Und lasse die Feuerstelle so, wie sie ist, weil... ja, bringt sich eh nichts. Also, so Leute, ich bin jetzt hinter der Kamera, weil sonst hört man mich nicht. Und ihr seht jetzt gleich eine Zeitraffer, wie ich Holz sammle. Und ja, let's go! Ja, ich leg das Holz da hinten hin und ja, ihr seht dann das kleine Update und ja.
So Leute, ich habe jetzt hier sehr viel Holz gesammelt. Also hier seht ihr es. Da war vorher gar nichts und das habe ich alles gesammelt. Und ja, ich führe euch jetzt mal in Saga herum. Hier, wo die Pfeiler sind, die habe ich reingegeben, wird so ein kleiner, sagen wir mal, Kräutergarten mit Wildkräutern. Dann hier sind Plastiksäcke, die kommen weg. Und ja, ich weiß nicht, ob ich, egal. Hier die Feuerstelle, die kennt ihr eh. Hier wird noch alles da mit Rinde ausgelegt. Da kommt dann die Asche vom Feuer hin. Hier ist ein kleiner Weg, der dann zum Shelter führt. Ich zeige euch mal, ich erkläre euch mal die Markierungen. Und zwar von das Kleine bis der Groß. Bis dahin ist so eine kleine Werkhalle, will ich da bauen, aus einem kleinen Shelter. Und dann haben wir die großen Sachen. So, die großen Sachen ist von da, noch da, noch da und dann wieder zurück. Ist ein bisschen schräg geworden, muss ich noch alles ausbessern. Das wird mein Shelter, wird ein Zwei-Personen-Shelter. Falls ich mir überlege, dass Randy Takes noch bleibt, dann ist sein Shelter dann von da, nach da hinten, nach da, nach da, da und wieder zurück. Und wenn ich mal anders überlege, dann durch die Pfeiler da weg und dann, ja, ich bin eigentlich immer beim Projekt dabei und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ja, wir sehen uns wieder, wahrscheinlich mache ich ein bisschen Sport mit euch im Wald und dann sehen wir uns wieder, bis gleich. So Leute, ich will jetzt nicht flexen oder sowas, aber ich nehme das mal auf, damit ihr wisst, wie ich immer Sport mache, wenn ich hier bin und was ich da mache. Ich mache eigentlich nur Liegestütz. Und ja, da nehme ich euch jetzt mal mit. Weil meine Muskeln müssen ja auch wachsen. Und ja, ich nehme euch in Zeitraffer mit, wie viel ihr schafft. Konter wird auf der Seite stehen. Und ja, let's go! Mir ist die Kraft ausgegangen. Also, ja, ich schwitze jetzt auch schon wieder. Letzte Wurst. Aber, ja. Ja, was können wir noch machen? Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin jetzt ja auch schon wieder am Zickerli. Also, ja.
Ja, Leute. Ich hoffe, der Daily Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, er ist lang genug und ja. Falls ihr Ideen habt, was wir außer einem Shelter noch herbauen sollen, also beziehungsweise ich, wenn René nicht mehr da ist, schreibt das gerne in die Kommentare oder ich blende euch jetzt nochmal meinen Instagram-Namen und meine E-Mail-Adresse ein. Da könnt ihr mir auch gerne die Vorschläge hinschicken. Wie schon gesagt, ihr könnt mir auch Fragen schicken, da mache ich ein extra Frage-Antwort-Video. Und ja, also ich blende euch genau jetzt an. Und ja, dann sage ich nur noch, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt ein Abo und ein Like her, Glocke aktivieren nicht vergessen und bis dann, bleibt schlau und ciao ciao.